with the boys like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Willkommen zurück zum dritten Part von Episode 27 in der Kented-Version. Und ja, Thomas hat eine neue Freundin. Ja, ich hab's auch noch nicht gewusst. Geil, oder? Ist er nicht etwas zu jung? Ja, er war 9 Jahre alt. 19, 9. Was macht das schon für einen Unterschied? Ist schon lustig. Ich habe das Gefühl, mich wie eine Mutter anzuhören, wenn ich so rede. Ah, das ist ja noch nicht alles sehr harmlos. Außerdem ist er ja auch noch... Ist es ja auch nicht die erste. Er ist schon in die Jungfahrt bestimmt. Hm? Glaube ich das aber auch. Wirklich, dieser Bengel scheint von allem voraus zu sein. Wir dagegen sind alt genug, um trotzdem allein. Ach, Iris hätte es jetzt nicht besser Salz in die Wunde streuen können. Aber sie sprach etwas Wichtiges an. Alt genug, eigentlich sollte ich ja gar keine Angst haben, zu meinen Gefühlen zu stillen. Ich stamm mal. Ah, da ist ja Lissandra. Aber was hat diese Piano mit ihm gemacht? Ich müsste ihm vielleicht sagen, dass ich sein Notizbuch nicht gefunden habe. Ich näherte mich. Ich habe es in der Schulbibliothek gefunden. Aber was ist? Hier. Aber wie konntest du wissen, dass es mein Notizbuch ist? Oh, mach dir mal keine Gedanken, ich habe es nicht gelesen. Ich habe einfach nur gefragt, wem es gehört, und Castiel sagte mir dann, dass es deins ist. Ich habe ein Notizbuch gefunden, das andere da drüben. Es ist sehr nett von dir, es mir zu bringen. Ich habe es schon überall gesucht. Kein Problem. Wenn ich an deiner Stelle wäre, dann wäre ich auch froh gewesen, wenn mir jemand geholfen hätte. Pia ging und Lissandra schaute mir in die Augen. Ah, Nami. Hast du das gesehen? Ich glaube, wir haben eine Nachfolgerin für dich gefunden. Eine Nachfolgerin? Ja, du wurdest soeben ersetzt. Auf Wiedergesehen. Pia hat wohl auch das Talent, meine Sachen zu finden. Ich kann es nicht glauben, dass Lissandra Nachfolgerin gesagt hat. Okay, er macht wirklich nur Spaß, aber ich finde es sehr verletzend. Nami, was ist passiert? Nichts. Überhaupt nichts. Ich bin schnell abgedüst, noch bevor er etwas hinzufügen konnte. Einige Tage vergingen. Und wie man aus den jüngsten Ereignissen sehen kann, hat sich Pia sehr gut auf dem Gymnasium integriert. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie überall ist. Und ich fühlte mich lächerlich, deswegen auf sie böse zu sein. Ich weiß, sie hat nichts Schlimmes gemacht. Sie ist nur sie selber und jeder liebt sie so, wie sie ist. Was sie den ganzen noch die Krone aufzusetzen, habe ich noch nicht den Mut gefunden, könnte meine Gefühle zu offenbaren. Rosalia wollte sich mit mir in den Park treffen, um über alles nochmal in Ruhe, aller Ruhe zu reden. Diese ganze Situation muss sie auf eine Art amüsieren. Oh. Hallo Rosalia. Lass uns direkt zur Sache kommen. Die Lage ist ernst. Das kann man wohl sagen. Ich meinte es ernst. Ist es dir klar, wenn du nichts machst, der Junge deiner Träume dir vor der Nase weggeschnappt wird? Ich weiß auch nicht wieso, aber ich stelle mir vor, wie Kenan gerade dabei war, Piers Hand zu nehmen. Okay, gut, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es ist... Ob er jetzt mit ihr oder mit einem anderen ausgeht, es ist klar, dass Kenan nicht ewig Single bleiben wird. Ich gebe zu, dass es ein wichtiger Punkt ist. Ja, das ist klar. Persönlich glaube ich, dass du Glück hast, dass so ein Junge wie er noch lange Single geblieben ist. Du hast auf jeden Fall recht. Abgesehen davon überrascht es mich, dass du noch niemanden zusammen warst. Die Jungs sind wirklich blind. Oder bin ich es, die ein Problem hat? Ja, das stimmt. Du hast ein wirkliches Problem, und zwar ist es der Mangel an Selbstvertrauen, und daran werden wir arbeiten. Sollen wir Siron nur de Berger Ragnar spielen? Gesundheit. Du übertreibst. Dein Name muss dir ein Begriff sein.
Wir haben für das Stück für die Theaterproben gelernt. Ach ja, jetzt erinnere ich mich, aber ich sehe wirklich keinen Zusammenhang zwischen einer großen Nase und dem Flirten. Weil Christian nicht die richtigen Worte findet, hilft Cyrano, ihm Roxanne zu erobern. Nur dass er dann doch zu weit geht und Cyrano am Ende anstelle von Christian mit Roxanne spricht. Das hört sich irgendwie verdreht an. Wie konnte er an seiner Stelle sprechen, ohne dass das Mädchen etwas bemerkte? Wenn ich mich richtig daran erinnere, war es Nacht und Cyrano hat sich unter Roxannes Balkon versteckt. Das ist gar keine dumme Idee. Ich habe keine Angst, mich unter Kenneths Balkon zu verstecken. Ich verkuck das Gesicht in meinen Händen, halb genervt und halb lachend. Was? Und ich dachte, dass du einen richtigen Plan hast. Oh, hallo, du hast angefangen davon zu sprechen. Aber es hat ja gar keinen Balkon. Na, das weißt du ja nicht. Also wird es wohl nicht funktionieren. Ha, es gibt ja auch 100 andere Gründe, warum es nicht funktionieren würde. Wir werden uns da eher an den klassischen Methoden halten. Aber du musst dich dann anstrengen. Ich bin bereit, mich anzustrengen. Gut, also ich verstehe, dass ein Liebesgeständnis weit über deine Fähigkeiten hinausgeht. Deshalb sollten wir besser schrittweise vorgehen. Das heißt, als erstes ist wichtig, Zeit mit ihm zu verbringen. Du könntest ihn zum Beispiel irgendwo einladen. Ja, aber wir hatten ja schon solche Momente. Dann noch mehr. Ja, vielleicht, aber jetzt bist du dir deiner Gefühle viel sicherer. Du siehst die Dinge viel klarer und das ändert alles. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folgen kann. Eure Beziehung wird sich sicherlich ändern, die Atmosphäre wird anders sein. Aber um die Dinge langsam anzugehen, solltet ihr vielleicht nicht gleich alleine ausgehen. Also was ich dir vorschlage ist, eine Verabredung zu flirten mit Lay und mir. Was? Aber sonst geht's dir gut, oder? Das schreit ja förmlich nach Doppeldate. Du hast gesagt, dass du dir Mühe geben solltest. Ja, das ist zu viel, Rosalia. So. Außerdem bin ich mir sicher, dass Kenton ablehnen wird. Du machst Witze. Ich bin mir sicher, dass er sich keine Gelegenheit entgehen lassen wird, um mit dir zusammen zu sein. Das habe ich so meine Zweifel. Das Wichtigste ist, dass du dich dabei nicht so gestresst fühlst. Nee, es wird mich überhaupt nicht stressen, wenn du und Lea uns ganz genau beobachten werdet. Sag mal, für jemanden, der Hilfe braucht, finde ich dich ja schon irgendwie schwierig. Es ist der perfekte Plan. Wir hätten das halbe Date und so eine halbe Verabredung unter Freunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ausgeklügelt ist, wie du glaubst. Na gut, hast du Lust, es zu versuchen? Ich habe seufzend die Augen geschlossen. Gut, okay, ich mach's. Super. Du wirst schon sehen, es wird super klasse. Wir suchen dir ein hübsches Outfit und langsam. Ich sehe dich schon mit deinem Einkaufszentrum. Hey. Ich sehe dich schon mit deinem Einkaufszentrum. Ah ja. Ich weiß nicht, was so schlimm daran ist, sich schick zu machen. Ja, okay, wir schauen mal. Vorher muss ich den Mut finden, ihn einzuladen. Am besten machst du es nach Unterrichtsschluss. Das Beste wäre es, wenn du ihn noch aufhalten kannst, bevor er nach Hause geht. Dann sind wir alle gut drauf, jeder beeilt sich, schnell nach Hause zu kommen und die Chance ist viel größer, dass ihr nicht unterbrochen werdet. Na, das macht Sinn. Trotzdem muss ich mich trauen. Rosalia und ich waren uns einig, dass kein spezielles Datum für dieses Pärchenverabredung vorschlagen sollte. So geht ich, bin beschäftigt, Ausrede nicht. Es sind mehrere Tage vergangen, aber ich habe es noch immer nicht getraut, den Schritt zu wagen. Wir werden mal sehen, wie es heute so läuft. Gott. Das ist ja schon. Hey, das ging ja schnell. Super. Bin ich das oder scheint Kenton irgendwie total verloren zu sein? Wieso bin ich jetzt im Garten? Hallo, was machst du hier ganz alleine? Ami, bist du das? Ja. Wen hättest du denn sonst gern? Dachte ich es mir doch, dass ich deine Stimme erkannt habe. Aber was ist denn passiert? Warum bist... Ich habe meine Kontaktlinse verloren. Oh. Ich habe sie falsch eingesetzt. Am Ende habe ich eine verloren und als ich die zweite richtig einsetzen wollte, ließ ich sie ins Toilettenwaschbecken fallen. Oh. Mist. Und was willst du jetzt machen?
Ich habe meine Brille dabei, aber ich weigere mich, dieses Monstrum aufzusetzen. Du bist albern. Es handelt sich dabei um einen Notfall. Glaubst du nicht auch? Ja, aber du kannst es nicht verstehen. Nee, ich verstehe es wirklich nicht. Was kann ich nicht verstehen? Stell dir mal vor, ich weiß genau sehr gut, wo dein Problem liegt. Diese Brille erinnert mich an die Zeit vor meiner Militärschule. Und es waren nicht die schönsten Erinnerungen. Ich verstehe, aber du weißt was. Die Leute kennen dich ja hier gut genug, um hinter deiner albernen Brille zu sehen. Ich weiß, dass es nicht so leicht ist, aber du musst nur die ignorieren, denen es nicht gefällt. Die sind es nicht wert. Nun ja, wirklich nicht so leicht. Es war unsicher weggegangen. Es hat mir wehgetan, ihn so zu sehen. Mie. Viel zu lang. Irgendwas Dummes kommt. Ah ja, ich glaube, jetzt muss ich Kim auch helfen. Kimberly Postbutton. Kim scheint im Moment wirklich nicht gut drauf zu sein. Ich näherte mich, um mit ihr zu sprechen, aber sie liegt davon. Oh Gott. Oh Gott, was hat man mit unserem Police Girl gemacht? Es ist unglaublich, wie sie den Jungs gefällt. Was? Daran gibt's nichts zu rütteln. Sie sabbeln ja schon vor ihr. Von welchen Jungs sprichst du denn da genau? Das sagst du nur, weil du eifersüchtig bist. Erzähl dir doch nicht so einen Quatsch. Nee. Du willst die Wahrheit zwar nicht aber haben, aber du solltest dich besser dran gewöhnen. Wenn du hoffst, hier einen Freund zu treffen, dann ist es endgültig vorbei. Das werden wir ja noch sehen. Jack the Ripper. Ah, da ist der Kendin. Er lehnt sich mit dem Rücken zu mir gegen seinen Spind an. Ich werde mich leise nähern. Oh nein, die schon wieder. Ich bin mir sicher, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also komm. Ich versichere es dir, es ist nicht wirklich schön anzusehen. Kenton. Aber was machen sie denn? That's the wrong picture. Ah, okay. Mein Gott, sie setzt ihm eine Brille auf. Ist ja nicht so, als hätte sie ihn vergewaltigt. Pierre näht sich Kenton und setzt ihm seine Brille auf. Ich find's gar nicht mal so schlecht. Aber wo sind die Kringel? Da ganz leicht. Die sieht man nur so ganz leicht. Das sagst du nur aus Höflichkeit. Machen wir uns nichts vor, es ist überhaupt nicht dein Stil. Aber es ist immer noch besser, als überhaupt nichts zu sehen, findest du nicht auch? Ja, du hast sicherlich recht. Warum hört er nur auf sie und nicht auf mich? Ich habe das Gefühl, ein kleines Mädchen zu sein. Aber sie scheinen sich im Moment ziemlich gut zu verstehen. Ich kann mich überhaupt nicht kontrollieren und am liebsten würde ich deswegen anfangen zu weinen. Ich ging lieber, bevor einer der beiden mich so sehen konnte. Da gibt's noch einen süßen Dialog. In Bio. Ich muss mich jetzt wirklich mal beruhigen. Ich fange an, alles schwarz zu sehen und das sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Nami. Oh nein. Kenton? Ich muss mir das Lachen verkneifen. Ich bin es nicht gewohnt, ihn mit Brille zu sehen. Ich bin zwar blind wie ein Maulwurf, aber es gibt da einige Sachen, die ich trotzdem immer sehen werde, weißt du? Was? Du scheinst neuerdings irgendwie deprimiert zu sein. Alles, was ich dir sagen wollte, ist... Plötzlich nahm er mit einer lebhaften Geste seine Brille ab und legte meine Hände in seiner. Oh. Du bedeutest mir sehr viel. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du das nicht wahrnimmst. Mir blieb der Atem stocken. Warum sagt er mir das gerade jetzt? Ja, genau das ist jetzt der Moment, wo du gestehen solltest, Kleine. Ah, Mann. Also, wenn etwas nicht so gut klappt, dann zöger nicht zu mir zu kommen und mit mir darüber zu reden. Das ist die Gelegenheit. Ich muss ihm jetzt sagen, was ich für ihn empfinde. Go, Tread! Ich will nicht, dass du dich noch unwohl fühlst, also... Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob es sich wirklich... Ob er sich nicht noch viel unwohler fühlt wie ich. Ich lass dich mal. Na sag mal, du Arme, warum bleibst du da so wie angewurzelt stehen? Yep. Bis später.
Ich muss wahrscheinlich das feigste Mädchen im ganzen Universum sein. Oder ich bin einfach unglaublich dumm. Richtig. Oder beides gleichzeitig. Noch besser. Ich hätte nicht auf eine bessere Gelegenheit hoffen können, um ihm zu sagen, was ich für ihn empfinde. Und stattdessen bin ich da stotternd stehen geblieben. Doof. Renn ihm halt nach. Kente. Nein, fast. Ich bin etwas durcheinander gebracht von dem, was eben passiert ist. Also Nami, was gibt's Neues? Weiß noch nicht. Das ist nicht wirklich eine Antwort. Es ist gerade eine komische Sache passiert, aber ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Oh, erzähl, ich liebe Flirtgeschichten. Wer flirtet? Deine Mutter. Psst. Wenn Peggy etwas erfährt, dann ist es ja aus für mich. Keine Panik, Nami. Wenn deine kleinen Geschichten mich wirklich interessieren würden, dann, das kannst du mir glauben, hättest du mich niemals beim Spionieren erwischt. Ich glaube, das macht Sinn. Sagt sie mit dem Mikrofon in der Hand. Dein Fall wird mich dann interessieren, wenn du mir einige konkrete Informationen zuspielst. Ich muss wirklich aufpassen, sie ist bereit, sich darauf zu stürzen. Und dein Liebesleben, Peggy? Werden wir auch darüber reden? Ja, das wäre doch mal eine Idee. Ich habe euch schon gesagt, ich habe keine Zeit für einen Freund. Aber ich kann mich gut mit Nathaniel, Castiel, Sandra oder Armin vorstellen. Sag ich mir gar keinen von denen. Die wird bei Armin rot. Oho. Warum sagst du das? Weiß nicht, bestimmt nur, um dich zum Reagieren zu bringen. Das ist ja auch gar nicht die Frage. Eigentlich wollte ich nur mit euch zum Sportunterricht. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht die ganzen Details unseres Liebeslebens erzählen. Das wären dann ohne mich. Ich bin entschuldigt. Schon wieder? Wir fangen heute mit Volleyball an. Es kommt nur nicht in Frage, dass ich mitmache. Fingernägel? Ja. Du Schwänz. Hm. Du hast absolut recht. Amüsiert euch schön. Drücke Berger. Mir war heute irgendwie gar nicht nach Volleyball zumute. Ich muss mich unauffällig verhalten, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Zum Ball in die Fresse. Bumm. Leider war ich so in Gedanken versunken, dass ich den Fehler gemacht habe, nicht sofort nach dem Unterricht gegangen zu sein. Ja. Ah, Fräulein Nami. Da Sie noch da sind, könnten Sie bitte das Material aufräumen? Ich habe einen wichtigen Termin im Lehrerzimmer, der nicht warten kann. So ein Pech. Fräulein Pia, da Sie ja auch noch da sind, könnten Sie ihr bitte helfen? Ja, kein Problem. Ich habe sie gar nicht gesehen. Selbstverständlich muss es uns beide treffen. So trifft man sich wieder. Ja. Jetzt haben wir Arbeit. Mr. Boris verdirbt uns den Spaß. Das stimmt. Das ist wieder dieser Blick. Oh, das war schon mal schlimmer. Du kommst hier an und beschwerst dich sofort. Oh Gott, das ist ja so... Ja. Wirklich? Also muss man sofort nach dem Unterricht zu den Umkleidekabinen rennen? Ich fing an zu arbeiten. Aber die Stimmung war etwas angespannt. Die Leute auf dem Gymnasium scheinen doch eher cool zu sein. Du wirst schon sehen, ob wir cool sind. Ich muss mich mal da bemühen, um ihr zu zeigen, dass ich auch cool sein kann. Sie möchte bestimmt, dass ich mich entspanne, aber das wird wohl nicht so leicht. Die meisten ja, naja, es gibt ja auch immer Ausnahmen. Ah, das glaube ich. Du willst von Amber und ihren Freundinnen sprechen. Haha, Bingo. Es ist nicht immer leicht, mit ihr im Chemieunterricht zu arbeiten. Ja, ich bedauere dich. Weißt du, kurz vor deiner Ankunft hat sie noch tatsächlich ein chemisches Experiment explodieren lassen. Ernsthaft? Ja, nun, vorher war sie mit Armin in einem Team und wir wissen nicht wirklich, wer der Verantwortliche ist. Aber es war wahrscheinlich die schlechteste Teamkonstellation überhaupt. Ich kenne Armin nicht so gut, aber er ist bereits viel zuvorkommender als Amber. Ja. Ja, ist schon mal netter als Amber, aber das ist auch kein Kunststück. Mir gibt's nicht den Hauch eines Zweifels. Armin ist wirklich super. Gut. Es muss jetzt nur noch dieses Netz wegräumen. Ja. Ich kümmere mich darum. Du kannst gehen. Nein, das geht. Das ist doch nicht nötig. Ich helfe dir. Sie wollte wirklich aufhören, das perfekte Mädchen zu spielen. Ich kann auch ein Volleyballnetz aufräumen.
Jeder von uns nahm ein Ende des Netzes und begann es zu lösen. Warte, zieh nicht so dran. Hier ist ein Knoten an meiner Seite. Ich konnte mir ein Seufzer nicht verkneifen. Ich habe das Gefühl, dass sie mit derselben Art und Weise spricht, wie sie das mit Ember im Chemieunterricht getan hat. Hielt das Netz fest in meinen Händen, damit es ihr nicht aus den Händen kleidet. Außer dass Pia im selben Moment sehr fest an ihrer Seite gezogen hat. Es riss und jede von uns beiden hatte auf einmal ein Ende des Netzes in der Hand. Oh shit. Oh shit. Das kann nicht wahr sein. Passiert. Du glaubst, dass wir Ärger bekommen werden? Glaubst du? Ich bin mir zu 99,9% sicher. Und wenn wir erklären, dass es ein Unfall war, ich glaube nicht, dass es ausreicht. Es ist nicht das erste Mal, dass Material kaputt gemacht worden ist. Die Lehrer haben genug. Ich weiß nicht, was wir jetzt am besten machen sollten. Doch, ich weiß es. Wir laufen schnell zum Geschenkeshop und kaufen ein neues. Aber wir müssen uns immer hier aufhalten. Wir dürfen das Schulgelände um diese Uhrzeit nicht verlassen. Wir müssten nur sehr diskret sein. Als ob der uns verpetzt. Bin mir nicht so sicher, ob das die beste Lösung ist. Und ich sage dir, das doch. Ich habe wirklich keine Lust und eine zusätzliche Stunde nachsitzen. Meine Eltern werden das nicht akzeptieren. Gut, wenn du das sagst. Wir versteckten das zerrissene Netz ganz hinten im Schrank. Ich bin nicht wirklich stolz auf das, was wir gerade tun, aber andererseits ist es auch irgendwie komisch. Wir müssen nur diskret rausgehen. Es sind ja nicht so viele da, das ist ja unsere Chance. Und das war jetzt auch nicht so kompliziert. Hier, lass uns schnell zum Geschenkeshop gehen. Nami, stimmt irgendwas nicht? Du scheinst dich nicht besonders wohl zu fühlen, seit Mr. Boris uns die Aufgabe aufgebrummt hat. Es ist nur so, dass solche Sachen immer nur mit passieren. Auf Dauer ist es echt nervig. Nein, also, ist gut. Ich mache mir nur schon wieder Sorgen wegen dieser Netzgeschichte. Wenn du das Netz nicht zerrissen hättest... Es ist sinnlos, ihr zu sagen, dass sie mich nervt. Es ist genauso meine Schuld wie auch ihre. Das ist übertrieben. Scheint Sorgen anzuziehen. Ja, so ungefähr. Komm, das wird uns schon gut gehen. Ich hoffe, wir behalten uns dann mal. Ich will die Episode noch schnell beenden. Was sind wir hier? Werden wir hier wirklich ein Volleyballnetz finden? Du wirst sehen. Du wirst überrascht sein, aber sie verkaufen hier wirklich alles. Einmal. Wir schauten uns in den Gängen und schließlich fanden wir das, was wir suchten. Und wenn wir die Kosten teilen, wird uns das am Ende nicht besonders teuer kommen. Ja, das stimmt. Wir gingen zur Kasse. Das Volleyballnetz kostet 150. Jeder von uns zahlte 75. Dann legen wir es diskret in die Tasche rein, so können wir auch unbemerkt in die Turnhalle bringen. Ein ganzes Volleyballnetz, okay. Okay, Gott sei Dank. Links. Schnell, schnell, bevor uns irgendjemand etwas bemerkt. Und jetzt nur noch schnell in die Turnhalle zurückkehren. Und da appeared Mr. Boris. Wir haben das neue Netz so unauffällig wie möglich zu den anderen dazu gelegt. Eine Sorge weniger. Du sagst es, ich bin wirklich erleichtert. Und ich erst. Ich glaube, es wäre schwierig gewesen, meinen Eltern die x-te Stunde Nachsitzen zu erklären. Ah, bist du schon dran gewöhnt? Das kann man wohl so sagen. Ich habe ein Talent, mich ständig im falschen Moment an falschen Ort aufzuhalten. Naja, diesmal haben wir ja Glück gehabt. Und letztendlich kann ich sogar sagen, dass ich mich amüsiert habe. Du etwa nicht? Naja, es war nicht so dramatisch. Außerdem fand ich es schön, die Möglichkeit gehabt zu haben, dich besser kennenzulernen. Sie scheint so ehrlich zu meinen, obwohl ich gar nicht besonders nett zu ihr war. Oh ja, ich auch. Na toll, jetzt fühle ich mich schuldig, weil ich schlecht über sie gedacht habe. Richtig. Oh Gott. Was hat's? Ich kommt jetzt das mit Kim. Kimberly. Kim Kardashian. Alter, ich hoffe, die OPs reichen nicht. Ich glaube es aber nicht. Zeig mir, wie viel noch. Noch eins, glaube ich. Könnte gehen. Dauert ja bis auf noch.
Ich krieg ja noch so ein, zwei Bilder. Meine Klasse. Welchen suchen wir jetzt eigentlich? Weiß ich selber nicht. Are you fucking kidding me? Eieiei. Nope. Nein, das muss ich nicht. Na, endlich. Ja. Hey, würdest du es mir sagen, wenn du einen Freund hättest? Was? Warum fragst du das denn? Weiß nicht. Im Allgemeinen verstehst du dich mit den Jungs ganz gut. Also habe ich mich immer gefragt, dass es doch verwunderlich ist, dass du immer noch keinen Freund hast. Warum muss er gerade jetzt so eine Frage stellen? Ich glaube, dass ich dir es dir erzählt hätte, ja. Das kann ich nicht sofort sagen. Alles würde von Umständen abhängen. Ja, natürlich. Du glaubst? Eigentlich weiß ich nicht wirklich, wie ich reagiert hätte. Also hast du noch nie einen Freund gehabt? Doch, mehr oder weniger. Naja, es waren eher so kleine unwichtige Geschichten. Aber sag mal, du weißt doch schon, wie man sich in einer Beziehung benimmt. Aber klar, außer hier. Ich weiß es nicht. Es ist nicht dasselbe. Aber natürlich ist es das. Es ist immer das Gleiche. Was man aber sicherlich immer machen sollte, ist mit seinen Freunden darüber zu reden. Ja, das würde dir gut passen, du kleine Klatschtante. Hey, ich mache mir nur Sorgen um dein Wohlbefinden. Das ist alles. Oh. Na, bye. Kim ist gerade dabei, sich Gedanken über ihre Hausaufgaben zu machen. So schwer beschäftigt? Oh. Was ist los? Ich habe im Moment echt nur schlechte Noten. So langsam wird's problematisch. Das heißt, die Direktorin hat meinen Eltern kontaktiert. Ich habe versucht, einige Sachen zu ändern, aber es ist nicht zu machen. Ich bin nicht begabt. Du musst dir die Sachen einfach nur besser erklären. Du bist nicht dümmer als die anderen. Da bist du elflich, aber so langsam. So ein Quatsch. Ich bin nicht am besten dafür geeignet, um dir zu helfen, aber ich glaube, so jemand wie eine Fanny zum Beispiel würde das gerne machen. Ich bin mir nicht sicher, außerdem habe ich nicht besonders viel Lust, Zeit mit ihm zu verbringen. Wir leben auf zwei unterschiedliche Planeten. An deiner Stelle hätte ich es gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass eine Fanny das machen kann. Ich kann mich nicht überwinden, um ihn um Hilfe zu bitten. Ich kann mit dir kommen, wenn du möchtest. Komm, es kostet dich doch nichts, wenn du es versuchst. Nathaniel, wir brauchen deine Hilfe. Naja, eigentlich. Was ist los? Ich schaute Kim an. Scheint ja nicht besonders enthusiastisch zu sein. Kim wollte dich fragen, ob du ihr bei den Hausaufgaben helfen kannst. Ich dachte, du könntest vielleicht Kim helfen. Sie quält sich ein bisschen im Unterricht. Oh, okay. Wir könnten uns am... Nach dem Unterricht. Ja, nach dem Unterricht treffen und uns dann einen leeren Klassenraum suchen. Ja. Ein Problem? Ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee wäre. Aber natürlich, ja. Du musst nur dein Ego zur Seite stellen. Du musst dich schon ins Zeug legen, damit das klappt. Ja, okay. Ich werde es versuchen. Das wird nicht so leicht, aber du wirst dich danach viel besser fühlen. Wir werden mal sehen. Ich schaute eine Fanny an, als wäre er ein Abkömmling einer seltsam außerirdischen Spezies. Ja, es nennt sich Mann, furchtbar. Sie ist schon lustig, die beiden. Es ist sicherlich das unpassendste Duo, das es gibt. Yep, dann sehen wir uns halt später. Und später knuschen sie dann miteinander rum. Tja. Kim ist gegangen und eine Fanny schaute mich lächelnd an. Es ist schon nett von dir, dass du helfen möchtest. Ich glaube, sie hätte sich niemals von alleine getraut. Sie glaubt, dass das nicht mehr zu machen ist. Tja, das täuscht sie sich. Aber ich kann auch nicht zaubern. Sie darf sich einfach nicht wie eine Auster verschließen, wenn ich mit ihr rede. Ja, du musst ja auch geduldig mit ihr sein. Es ist nicht leicht, für sie zuzugeben, dass sie die Hilfe von anderen braucht. Das ist sicher. Sie muss verstehen, dass sie Glück hat, dass du bereit bist, ihr zu helfen. Ich glaube, ihr müsst beide vorsichtig sein.
Ist okay. Mein Terminkalender ist jetzt auch nicht so überfüllt. Die Anwesenheitszeit ist noch nicht vorbei. Ich gehe mal gucken, was die anderen so machen. Oh Gott, du schon wieder. Hallihallo, meine kleine Zuckermaus. Oh Gott, bitte geh weg. Hallo, Tantchen. Guck mal, was ich so aufgestöbert habe. Es ist der letzte Teil der Saison. Ach ja? Ja. Hier aus kannst du dir ein Henna-Tattoo machen. Ich bin mir sicher, dass es dir super stehen wird. Es ist ein wahrer Albtraum. Ich habe die Henna-Tattoos. Die sind bestimmt per Hand. Hm? Oh Gott. Und tada, ich habe Henna-Tattoos. So, wo sind die anderen? Boah, das hat sich nicht so aus. Ich bezweifle, dass das noch so reichen wird. Na, wenn nicht, dann gibt's halt mal einen etwas längeren Cut. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaub's nicht. Für wen hält sie sich denn? Lass gut sein. Sie weiß nicht, was ihr angeht. Das ist immer noch die Jungs im Kleide. Wir könnten sie nicht so davonkommen lassen. Dafür wird sie büßen. An was denkst du denn da? Ich habe da schon einen genauen Plan, aber das kommt auch mal schon noch. Aber wovon sprechen sie denn nur? Glaubst du vielleicht, ich habe dich nicht gesehen? Oh, ganz ruhig. Freu dich mal nicht so früh. Nur weil ich die neue im Visier habe, bedeutet das noch lange nicht, dass ich dich vergessen habe. Pia, was hat sie denn getan? Sie hat abgelehnt, unserer Gruppe beizutreten. Offensichtlich hat sie nicht erkannt, welche Chancen man ihr gegeben hat. Ich glaube, eine Chance, eure Taschen zu tragen und euer Frühstück zu bezahlen, mit uns abzuhängen, das muss man sich erstmal verdienen. Man kann schließlich nicht alles sofort haben. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Lust habe ich, mich denk, dieser Mädchen zu übergeben. Ich sollte vielleicht Pia warnen, damit sie sich auch auf der Hut ist. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich Lust dazu habe. So, da kann man sich, glaube ich, entscheiden, ob man dann das Bild von Armin oder Kastja wählt. Und ich bin mal dieses Mal für Kastja. Weil ich bei meinen Dingchen schon Armin hatte. Pia ist da. Man könnte meinen, sie macht ihre Hausaufgaben. Ich müsste ihr sagen, was ich vor Amber weiß. Letztendlich werde ich ihr nichts sagen. Außerdem weiß ich ja auch noch nicht, was Amber vorbereitet. Oh Gott, führen wir uns bitchmäßig auf. Warte mal. Okay, wir machen jetzt hier noch einen Cut und dann sehen wir uns im wahrscheinlich letzten Part wieder. Tschüss.